Der momentan extreme Anstieg bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus fordert die Test- und Laborkapazitäten in Salzburg. Das Land setzt insgesamt auf 4 bewährte Säulen. Die erste Säule ist also dieser Wohnzimmer-Gurgeltest, den sich jeder abholen kann und dann selbst wieder einwirft. Die zweite Säule sind Gurgeltests, PCR-Tests in den Teststationen, wo ich mich anmelden kann und dort auch einen Test bekomme. Die dritte Säule sind Apotheken und Ärzte, die also von sich aus anbieten, hier auch Tests zu machen. Und die vierte Säule, und das ist jene, auf die wir uns auch priorisieren und die immer funktionieren muss, ist die Säule der behördlichen Tests. Also wenn Sie Symptome haben oder einen positiven Antigentest haben, dann können Sie bei dieser behördlichen Station mit einer standardisierten Abnahme auch einen entsprechenden Test haben. Diese behördlichen Tests werden in Salzburg vom Roten Kreuz organisiert und abgenommen. Die Person, die zum Abstrich kommen muss, kriegt eine Information mittels SMS oder per Telefon von 1450 und kann sich dann anmelden für den behördlichen Test. Das Rote Kreuz ist gut aufgestellt. Wir können zusätzliche Standorte und Straßen aufmachen. Zum Beispiel wurde kürzlich Werfen eröffnet. Das heißt, wenn die Tests ansteigen, werden wir auch zusätzliche Straßen und Standorte in anderen Plätzen aufmachen.